Ja Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego The Hobbits. Und zwar, heute geht's den einzelnen Leveln hier an den Kragen. Und wir fangen, also ich würde wirklich mal sagen, wir fangen traditionell bei, also wir arbeiten uns von links nach rechts vor und schauen mal, wie weit wir kommen. Also hier quasi, ja, wir starten einfach mal rein mit ein unerwartetes Fest ins freie Spiel, damit ich natürlich alles holen kann, was es gibt. Aber zuvor muss ich noch was aktivieren, nämlich hier meine ganzen, ja, Sachen, vor allem Minikit-Finder wird sehr wichtig sein. Unbesiegbarkeit, Mithrilleats, ein Superschlag, Schatzfinder, nehmen wir alles rein, ja, Gold erbeuten oder so, Saphir erbeuten, soll ich das mal mitnehmen? Ich brauche eventuell noch andere Sachen dort. Ja, also die beiden lasse ich aus, alles andere ist an und dann, oh Mist, den, ich habe mich klein gemacht. Ja, vielleicht soll ich den Mini-Charakter auch auslassen. Genau. So, wenn wir wieder größer, können wir uns ein bisschen besser sehen. Aber wie gesagt, es geht in das. Oder wollen wir hier anfangen? Nee. Wir fangen einfach ganz traditionell von links nach rechts an. Und zwar hier in Hobbingen mit dem unerwarteten Fest. So, zu euren Dienst. Ah, da kann ich dann. Also, tut, was Bilbo Beutlin hasst. Okay, das kenne ich noch gar nicht. Zu euren Diensten ist das da oben. Da kriege ich sogar einen Bauplan her. Boah, was ist denn das da? Tut, was Bilbo Beutlin hasst. Das machen wir nachher. So, erstmal zu euren Diensten. Da nehmen wir natürlich auch Bilbo einmal und es kann losgehen. Naja, wir können ja eh auswählen, welche Sachen wir hier brauchen. So, brauche ich mir nicht anhören. Kennen wir. Ja, Bilbo hüpft. Also, legen wir los. Da ist schon, da wird schon das erste. Oh, da habe ich schon gleich das erledigt, das erste Ziel. Nämlich Meisterdieb werden. Habe ich schon. Ich versuche es natürlich jetzt nochmal so gründlich wie möglich zu machen. Den, ah ne, da brauche ich natürlich unseren guten mit dem Hammer hier. Balin. Ja, Balin haben wir jetzt auch, aber interessiert mich auch noch nicht. Das kann er der. Nee, das kann er nicht. Ach. Wen gehe ich denn da? Ich brauche nicht die Flitsche, sondern hier. Ah, da habe ich die Kürbis-Dingens. Okay, da haben wir silbernes Schloss. Dann nehmen wir Saruman. Wumms, schon ist es platt. Ui, nur im Garten. Ja, da muss ich auch 5 von zerstören, von diesen Pflanzen dort. Thank you.
da ist, ja, da nehmen wir doch mal unseren Freund Radagast. Wieso wird da nicht ausgewählt hier, der Radagast? So, Feuer. Nur er kann natürlich die schönen Tiere heilen. Davon werden auch ein paar übrig bleiben, glaube ich, oder? Ah ne, Minikit, yeah! Zum Zerstören. Das ist cool, dass ich einen schönen eigenen Garten habe, wo ich mich durchkloppen kann. Kurbel hier? Nee. Also, eine Kurbel fehlt da oben. Da brauche ich aber dann dafür. Dann, obwohl, nee, natürlich. Gandalf nicht, Saruman haben wir auch. So, Schild! Ist das dritte da unten. Aber jetzt brauche ich hierfür den Sam. Er muss ein bisschen in der Erde buddeln. Und da Adam ist. Okay. Geht gerade nichts kaputt. Dann kümmern wir uns erstmal um das. Ah, da oben ist der Bauplan übrigens. Das sieht man, ne? So, Minikit. Und jetzt würde ich mal sagen, brauche ich hier unseren kleinen Rollmops. Wo ist er? Da. Rote und Keulen. Guck mal, Bauplan. Zack. Nummer 5 und das vierte Minikit. Haben wir hier noch irgendwo was? Also sieht mir ja doch. Ah ne, das ist dann wieder drin. Die Pfeile zeigen nämlich nach rechts. Aber warte mal, das ist nämlich hier oben. Da wo ich rein bin. Hier oben unten ist ja auch nochmal was. Aha. Den gar nicht, der Bilbo, sondern der da. Ah, okay, geht noch nicht. Dann muss ich da oben mal was gegenschießen. So, okay, das ist der vierte davon.
Hier brauche ich den Ring, Leute. Wäre ja schön, wenn er den Ring anziehen würde. Aber Sauron brauche ich auch noch. Nächste Minikit Nummer 5. Wie gesagt, eigentlich braucht Bilbo hierfür. Oh, oh, oh. Das tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Die da hingehören. So, dann nehmen wir jetzt erstmal den Bilbis. Was hat er denn? Was? Oh, über Kopf, über Kopf, über Kopf. Schafft das? Das? Oh, warte mal. Wie muss ich jetzt? So, ah! Gut. Ja, dann muss ich hier gucken, in welche Reihenfolge die das sind. Blau oder rot? So, okay, er sagt jetzt. Aber wieso nimmt er den Ring nicht? So. Ist ja mein Meister Hobbit, dann probieren wir es noch. Ja. Kümmern wir uns erstmal um den da oben. Aber jetzt, wie gesagt, in welcher Reihenfolge muss der da angegeben werden? Okay, sag mal. Wieso nimmt er das nicht an mit dem Ring hier? Ich brauche den ja, sonst kann das Ding nicht zerstören. Okay, dann nehmen wir mal die Flitsche und jetzt müssen wir das, glaube ich, ausprobieren. Ah ne, warte mal, grün. Das ist direkt darunter, sieht man das, diese Streifen. Grün und rechts ist rot. So. Probieren wir es halt nochmal aus. Und dann kurz raus, was ist da rein? Okay. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit mit dem da. Nee. Nicht, was ist mit Gollum? Nee. Also tatsächlich wird dann nur der Ring angezeigt, aber ich kann die halt. Kann er das? Nee.
Leute, das muss doch funktionieren hier, dass ich jetzt mit dem Bilbo die Geister-Lego-Steine da machen kann. Was soll denn das? Ich kann es nicht aktivieren. Ich kann es nicht aktivieren. Ich gucke gerade, ob es da noch einen einfachen gibt, der das einfach so zerstören kann. Aber das sieht nicht aus, als ob das geht. Das kann nur der Bilbo, aber das funktioniert nicht. Oh Mann, nee. Dann schauen wir erstmal ins andere Haus vielleicht. Vielleicht geht da ja noch was. Oh, ist das kacke, Mann. Ein Minikit jetzt nur noch und ich weiß, wo das ist. Das ist ja das Schlimme daran. Ich habe ja im Grunde alles, bis auf dieses eine Minikit da. Das soll jetzt, glaube ich, verlassen, ne? Ja, das kann ich. Und dann würde ich jetzt einfach mal das nochmal starten, das Level. Ihr seht jetzt natürlich schon einige Sachen erledigt oder viele Sachen. Tornado-Axt. Oh. Ja, und wie gesagt, das hier fehlt jetzt noch. Aber das werde ich jetzt nochmal probieren. Also wie gesagt, koste es was es wolle, den probieren wir jetzt nochmal.
Hobbits sind seltsame Wesen. Kleine Baueinlage hinlegen. Aha. Separat anwählen. Boah, das wäre es natürlich gewesen. Also, separat anwählen. So, die muss ich jetzt nochmal machen. Diese drei dann. Und der letzte ist hier. So, da haben wir es. Also den 10. Gut. Dann zurück nach Mittelerde. Speichern und verlassen natürlich. Relativ eins. Einfaches, kurzes und chilliges Level war das jetzt.